Was? Tiermilch? Oder Tiermehl? Die ist so stumm von den Viechern, das ist so geil. Hey, hey, hey! Bam! Hey, ich wollte ausweichen. Verarschen, du Arschloch. Okay, weißt du was? So. Das ist aufs Maul, mein Freund. So. Arschloch. Als schneidender Vater. Dein Gesicht! Diese Sprüche von dem brutale Verschwendung. So. Was? Beams! So. Hau sie kaputt, Nellin! Ins Gesicht, ins Gesicht! Spucken! Verdränge deine Augen! Oh Mann! Du kriegst mich heute! Geh doch hier! So, einen habe ich noch genau. Vielleicht ist auch einer mehr. Kommt noch ein großer. Ja, ist okay. Kein Problem. Schick mir noch mehr von denen. Nein, geh doch! Warum springst du den an, du dumme Kuh? So. Da muss noch irgendwo einer sein. Ach, die stärken sich gegenseitig, oder was? Ja, das ist Schwachsinn. Komm. Okay, Logikbomben funktionieren bei denen, glaube ich, nicht. Wie es aussieht. Ups, halt, das war falsch. Ach, fickt euch doch, Leute. So. Kriegt der halt sowas auf den Platz. Au. Okay. Das war effektiv. Steigende Flut. Bestrafen. Bubberfisch. Riesenzähne. So. Hey. Ist noch einer. Ein Kick. Yay. K.O. Gib mir Heilung. Arschlochspiel. Geht's da lang? Ja. Bam. Heilung. Ja, Heilung. Was? Tausch dein Gedächtnis mit dem Nachbarn als Spur? Das ist ja... Okay, hier irgendwo musst du... Ah, da. Nein, ich will nicht auf der Liste stehen, Mann. Ich bin Trace! Die Spur, die dir vorangeht! Kein Dropship hilft dir diesmal, Captain.
Captain. Ja, sehr gut. Man sollte auch die Warnungen lesen. Komm, flieg weg, du scheiß Drohne. So, was haben wir hier? Irgendwo bei der Kackdrohne. Die Putze. Die kleine Marielle ist der jüngste Spross im Familiendistrikt. Das tausendste im Turm geborene Baby. Willkommen auf der Welt, Marielle. Ja, moin. Ah, da drüben ist dann ein Raum. Sat-Patch. Jetzt empfangen wir besseres Fernsehen. Vielleicht. Geh raus. Es sieht aus, als ob er versucht hätte, bei der Drohne vorbeizukommen. Diese Drohnen sind auch ganz schön doof, oder? Seien wir mal ehrlich. Lauf, 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 lauf. Sehr gut. Stopp! Lass mich in Ruhe! Eine private Feier ist hier. Okay. Sieht nach einer fetten Party aus. Ich meine, die wissen, wie man Fete macht hier. Da ist nix. Ist hier irgendwas? Nö. Wenn wir mal ein bisschen die Gegend erforschen, dann ist da nix, ne? Super. Ja. Okay, mache ich. Schade eigentlich. Wahrscheinlich habe ich da einfach nur irgendwas übersehen gerade. Egal. Bam! Stoppt sie! Oh Gott! Ich habe keine einzige Aufladung. Genau, macht euch selber fertig. So. Die eine Kombo hat mich gerade zwei Aufladungen gekostet. Nein, nein! Geht weg! Hat bestimmt nicht geklappt. Ja, ja. Bestimmt. Wenn du das sagst. Viel zu wenig Platz hier. Für diese Viecher. Oh. So. Das war natürlich der falsche. Muss man erstmal die Dinger echt ausschalten, weil... Das ist ja... So. Einer weniger. Ja, genau, versucht mich Leben zu kriegen, das ist voll gut. Sie tötet mich nicht. Oh, halt. Ja, genau. Nein, macht nämlich nicht fertig, das ist voll unfair. So, puff. Okay. Für dich habe ich auch eine kleine Überraschung. So, macht sie bumm. Das war die Babybombe. Babybombe. Ja. Kennt eigentlich noch einer den alten Super Mario? Also, das ist ein alten Super Mario Film, den alten Mario Film. Ja, geil. Der Babybombe. Das Gefühl habe ich auch. Das ist das Problem. Lass ihn nicht sterben. Lass ihn nicht sterben. Lass ihn sterben lassen. Nein. Warum kommen da mehr? Und natürlich noch mehr mit den... Gott. Okay, ich bin tot. Sehr gut. Jetzt fange ich wieder von vorne an, ne? Glaube ich. Super.
ist die zweite. Fange ich ernsthaft bei der zweiten Welle an? Das wäre gut. So. So. Kommt schon, geht weg. So. Einmal den weg, weil der nervt. Höp. Ey, was zum? Nennt sich Hirnsperre. Sie verlieren einigen Fokus und all ihre Essimpressionen brauchen länger zum... Oh. Ja, super. Dankeschön, du Arschloch. Als ob das so schlimm wäre. Okay. Jetzt muss ich nur 60 Sekunden warten. Um die beiden anderen Typen kaputt zu hauen. Ich bin da. Genau, schickt mir mehr. Schickt mir noch mehr, warum nicht noch fünf Wellen oder so. Okay, komm. Zack, überlasten einmal. Okay, so. Irgendeinem kann ich jetzt nur... Nein, ich will nicht dem. So einem will ich eine Bombe verpassen. So. Warum ist er nicht mal überlastet? Neun! Und ich bin schon wieder fast tot. Ich hab nur drei solche Typen. Ja. Es geht aufs Ende zu, Leute. Ich will ihn nicht überlasten. Komm. Vielleicht kommen ja noch mehr. Was habe ich noch? Rost in Frieden, das sind die Roboter, Sensentarnung. Ja, kann ich vielleicht ein bisschen was ausschalten. So. Du gehst mal weg, du Arsch. So. Noch einer weniger. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Wir müssen noch 2 Minuten warten. Scheiße. Wo? Wie hast du mich gerade genannt? So. Wenn ich jetzt noch einen hauen sollte, bin ich tot. Yay. Whee. Es ist so schlecht. La la la. Ich kann nicht mal auf euch schießen, weil auch das mir Schaden macht. Imbalanced Gegner, Valerie. So. Ich heul mir jetzt schon die Augen aus, du Arsch. Höp. Schau mal, hier liegen überall liegen die gekillten Typen. Genau, bildet einen Kreis, ihr zwei. Das will ich sehen. Höp. Habt ihr noch eine Minute Zeit? Wir brauchen sie leben. Kriegt mich eh nicht. Kann nicht mit der Zeit selber von selber sterben. Machen wir sie fertig, los! Versucht's nur, Loser. Nö, werde ich nicht. Ja, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Höp. Schon wieder Schlampe genannt. Aber diesmal kann ich sie nicht ausprügeln, dass er mich so nennen soll.
So, ich hoffe, die Sensenbombe reicht dann, um beide zu killen, sonst habe ich ein Problem. Wahrscheinlich reicht die nicht für beide. Ich sehe es schon kommen. Die Viecher, das geht gar nicht. Fünf, vier, drei. Okay, wir ernähren uns dem Ende von dem Kampf. Okay, jetzt ist Zeit für eine Entscheidung, ne? Hey! Oh, die stehen so weit auseinander. Komm mal ein bisschen hier zusammen. Lasst uns mal alle zusammenkommen, dann müssen wir mal reden miteinander. Genau so. Plopp. So, take this. So. Ey, die Bilder sind cool. Drohnen hatten wir lang nicht mehr. Und Roboleichen. Komm, fickt euch. So. Voll gut. Die hingen da im Bild. Game over, Trace. Huch. Nein! Das ist schlecht. Zuzel den lieber aus. Es ist zu spät. Er ist schon einer von ihnen. Ich durchsuche trotzdem sein Gedächtnis. Man weiß ja nie.